Also von einem Drachen wird es wohl nicht kommen, aber die Ausmaße sind wohl ähnlich. Vielleicht riesenartige Strukturen, also selbst ein Troll reicht da nicht aus. Es scheint wohl aber auch sehr, sehr alt zu sein. Also ob das wirklich noch Knochenstruktur ist oder irgendwas anderes, Versteinerung, ja, es sieht sehr, sehr alt aus. Aber wenn ihr dann eben auch in die Mitte getreten seid, dann erwecken diese Stelen wohl viel mehr eure Aufmerksamkeit. Denn darauf könnt ihr Runen erkennen und da hat wohl jemand Kraken im Kampf miteinander ringend dargestellt. Einen roten und einen tiefblauen Kraken, die dort miteinander kämpfen auf den Stelen. Ich werde euch die Symbolik der ganzen Sache einfach mal nicht näher erläutern. Ich denke, es spricht für sich. Hm? Was sind das für Runen? Kann man ja lesen oder welche Sprache? Das kommt auf die Sprache an, ja. Hast du Kuchas-Glyphen? Nein. Ja. Nein. Du hast Kuchas-Glyphen? Natürlich habe ich Kuchas-Glyphen. Dann würfel mal. Es ist nämlich unglaublich alt. Die Inschrift ist kaum mehr zu entziffern, weil sie so sehr verwittert sind. Bitteschön. Ja, ohne Schwernis, genau. Ich habe ja gesagt, sie sind sehr verwittert. Oh mein Gott, dann schippe ich halt den 19. Ich habe ja gerade einen gewonnen. Der so. Hielt ja nicht lang, Minion. Okay. Ich kann ja Schwernis 9 abfangen. Mhm. Die eine krakenartige rote Struktur soll wohl Krypta sein und das andere Krakon. Hm. Der Bentido steht da mit den mageren Fingern auf den Runen und fährt da einmal drüber. Nun, wie bereits gesagt, ihr könnt euch die Symbolik der Sache vermutlich ausdenken. Ihr erinnert euch das eingeschrieben, hat man auch nicht. Du findest wohl allerdings noch eine Kuchas-Glyphe, wenn du so ein bisschen mit deinen Fingern dran herumkratzt, die wohl für die schlangenartige Sinte steht. Hm, interessant. Ja. Altexische Kulturen, wie stehen Sinte und... Gott, die haben einen Namen für Kryptorot, oder? Wie stehen die zueinander? Ranga, also generell sind ja alles Ranga. Ja, generell sind alle Ranga, so. Krypte? Wirklich, wie stehen die zueinander im altexischen Götterbild? Oh, Götter und Kulte, bom 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 bom, ja. Ja, sowieso nichts, Götter und Kulte habe ich nicht. Hast du nicht? Ich meine, ist Basis der Letzte. Aber du hast Kulturkunde Südaventurien, ne? Ja, yes. Aber das wird nicht reichen. Nee, mit zwei nicht. Ich würde mir derweil mal die Knochen anschauen mit Gesteinskunde, weil du hast ja gesagt, die scheinen versteinert zu sein oder schon in dem Alter, wo sie möglicherweise versteinert sind. Kann ich mit Gesteinskunde einen Überblick bekommen, ob sie tatsächlich versteinert sind? Du kannst, ja, würfel mir mal eine Probe, ja, warum nicht? Boah, sogar viele Punkte. Also, du schätzt ganz grob, wenn du so ein bisschen dran rumkratzt, auch mal mit deinen verschiedenen Messern, die ja verschiedene Härtegrade haben, das werden wohl 10.000 Jahre alt sein. Oh. Oh. Sind alt. Wie alt? 10.000 Jahre vielleicht. Ich schau mich mal um, ob ich ein kleinere Knochen finde als Petrafakt. Ja, ich würde auch welche mitnehmen, für den Fall, dass ich welche finde. Ja, kann man sicherlich abschaben oder... kleinere Bruchstücke, die also, dann der Sumpf ja, sich geholt hat. Oder kleiner Kleinknochen. Ja, klar. Gerade wenn ihr für Satin auf irgendwelche Beschwörungen braucht, das ist natürlich auch noch eine gute Idee, ja. Ich werde einfach mal nicht das 10.000 Jahre alte Skelett schänden. Es erscheint mir wie die klügere Aktion hier. Du hast Totenangst. Wie ich bereits sagte, auch. Hier beginnt der Wahnsinn. Dort hinten gluckst und blubbert der Sumpf. Er wird noch weicher. Der Boden wird noch schlimmer. Wart ihr schon jenseits dieses Punktes? Nicht oft. Nun, zumindest haben wir einen Führer. Den habt ihr euch verdient. Aber ich gehe trotzdem nicht gerne.
Ich schätze, es ist denn gut, Capitania, dass ihr ihn nicht umgebracht habt. Das war nie meine Absicht. Absicht ist es wohl bei solchen Sachen selten. Wenn ihr mögt, studiert diese Steine. Ich werde mich von hier aus zurückziehen. Passt auf die Hornechsen auf. Morgen früh brechen wir auf. Wir sollten der Vorsicht halber die ganze Sache einmal abpausen, aber ich sehe keine... keinen großen Wissensgewinn für uns in dieser Sache. Nun, vielleicht fehlen uns allerdings auch einfach nur noch die Kontexte dafür und später wird alles klarer. Wir könnten in die Vergangenheit blicken. Denkt ihr, wenn man sich den Stein anschaut, sieht er, sind da viel weggewittert, was man nicht mehr lesen kann? Sehr viel, ja, habe ich auch schon beschrieben. Ja, das ist sehr viel verwest. Einerseits ist das ein attraktiver Vorschlag. Andererseits möchte ich fragen, ob speziell ihr beide, er zeigt auf Boltax und Abelmir, jetzt gerade mit Temporalzauberei hantieren solltet. Ja. Ist die Frage, welche Erkenntnis wir erzielen könnten damit, wer diese Stele gebaut hat. Ja, ob das interessant ist. Ich denke, es ist eine Warnung oder ein Hinweis. So viel ist offensichtlich. Wie passt dieses Skelett zu den Krakengestaltigen auf den Stelen? Nun, ich kann euch sagen, dass dieses Skelett kein Überrest eines Kraken ist. Vielleicht war dieses Land nicht immer ein Sumpf, sondern trocken. Und dieses Ding hier, Riese, was auch immer, war hier, als dieses Land noch trocken lag. Das ist hier verändert aus irgendeinem Grund. Wenn dieses Land aber früher trocken lag, warum findet sich denn hier eine Stele, auf der Krakenmotive drauf sind? Ja, das ist eine Theorie. Und wenn das Knochen eines Riesen sind, dann ist das etwas unglaublich Seltenes. Riesen gibt es nicht südlich von südlich der Kom. Das ist keine, die wir kennen. Serpentilio, Boltax und Abelmir bekommen Nasenbluten. Hervorragend. Ihr musstet ja unbedingt ein Skelett herumschaben. Wenn ihr mich entschuldigen möchtet, ich werde ein wenig Abstand nehmen. Ich würde gerne einen Oculus wirken. Ich würde mich mal von dem Skelett entfernen. Ich wollte einen Odem auf das Skelett wirken. Ja, dann den Odem und den Oculus. Lass mir mal Zeit. Ja, das dauert das auch. Nicht 10 Minuten? Oculus Astralis? 10 Minuten, wir haben, ja. Wir haben Zeit, also. Und dann die Sinnesschärfe. Ja, ihr habt jetzt noch. Also, ich weiß wesentlich früher, was abgeht. Ist irgendwie 16:30 oder so, also ihr habt noch den ganzen restlichen Tag Zeit. Könnt ihr was ich meine ist, wenn Doltax jetzt nach 4 Aktionen merkt, oh, das Ding ist gar nicht magisch, kannst du vielleicht dann erst mit dem Oculus anfangen und dir notfalls die 5 oder 6 ASP sparen. Dann darf Abel mir eine Sinnesschärfeprobe würfeln, wenn du dein magisches Auge öffnest. Doltax, du siehst, das Skelett ist ganz leicht magisch, leicht. Die Stelen sind sie nicht, es sind nicht magisch. Aber du siehst, hast du eine Rundumsicht? Nee, ich habe nur aufs Skelett. Auf das Skelett, also Skelett, ganz leicht magisch. Mit einer unbekannten Merkmalskenntnis. Und Abelmir, du kannst dich ein bisschen genauer einstimmen. Du siehst das nicht nur um deinen Kopf. Bemerkst du das Flirren als erstes, sondern auch um das von Boltax und Serpentilio, wie kleine Mücken oder Fliegen, noch kleiner möchtest du meinen, aber es sind viele, die um euren Kopf herumschwirren und immer mal wieder zustechen. Und auch du bemerkst, dass das Skelett leicht magisch ist in einer unbekannten Repräsentation. Was sind das für Dinger, die uns zustechen? Habe ich sowas schon mal gesehen irgendwie oder gelesen oder anderswo? Nein, Magiekunde plus 18. Okay. Wenn man so viele AP hat, dass das wie ein guter Deal klingt. Wenn Barbarat-Moskitos so geil sind, warum gibt es keine Barbarat-Moskitos 2? Jetzt weißt du warum. Ich würde gar nicht 20 schicken. Ja, haut alle eure Schicksalspunkte weg, die braucht ihr nicht mehr. Ihr könnt die noch später verbrennen. 5. Ich habe meinen nicht rausgehauen.
Ich habe Rafims rausgehauen. Du hast mal in einem horasischen Archiv von einer Krankheit gelesen, die Myrano-Reisende befallen hat, und zwar explizit Zauberer. Auch Leute, die in Kuslik am Limbus-Tor herumgespielt haben. Da werden einige Leute krank und stecken sich mit einer magischen Krankheit an. Auch damals wurden so etwas wie magische Fliegen beobachtet, die dann um den Kopf des Zauberers herumkreisen. Das scheint wohl so eine Art, ja, entweder Krankheit oder Virus möchte man es nicht nennen. Parasit. Ein Parasit, ja. Es sind aber viele. Also irgendwas Ansteckendes. Nun, wie es scheint, sind hier um uns herum astrale Parasiten, die uns nun ja malträtieren. Deswegen bekommen wir auch das verspummelte Nasenbluten. Was? Ich kann sie ganz deutlich sehen im Limbus, im Astralraum. Aha, davon habe ich ja noch nie gehört. Nun, alle Parasiten? Ist ein sehr seltenes Phänomen. Tritt nur bei größeren magischen Ereignissen an. Anscheinend, vielleicht werden die davon angezogen. Es gab noch keine Untersuchung zu diesem Thema. Und das Skelett ist in der Tat merkwürdig magisch. Die Repräsentation, der es angehört, ich konnte sie nicht genau deuten. Gab es eine Mal. Mir ist nicht bekannt, dass Riesen eine magische Repräsentation haben, aber es wäre denkbar. Vielleicht hören wir dann auf, in diesem 10.000 Jahre alten Grab herumzustehen und entfernen uns. Sind die gar nicht neugierig? Weniger neugierig als besorgt um die offensichtlich von Astralkörpern angezogenen Parasiten, nein. Nun, es werden schon keine Eier in eurem Kopf gelegt, Serpentilio. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Mir ist nicht wichtig, was sie herausholen, Voltax, sondern nicht wichtig, was sie hereintun, sondern was sie herausholen können. Im Gegensatz zu euch habe ich schließlich noch Verwendung für meinen Astralkörper. Nun, ihr müsst gar nicht so herablassend sein. Nur weil ihr Angst habt. Und wohl mit Recht, möchte ich meinen. Es ist die Möglichkeit, diese Wesen zu studieren. Ja, ich bin mir sicher, dafür werden wir auch Zeit haben, nachdem wir gerade erledigt haben, wofür wir hier sind. Konnte ich eigentlich eine Kraftlinie um mich herum erkennen? Oder um uns herum, in Sichtweite? Boah, da müsste ich jetzt in die Kraftlinienkarte reingucken. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Liegt ja an der Festtag, ja oder nein? Ja. So einfach ist das bei mir nicht. Okay. Ich guck nach. Einfach ist das bei ihm, nur wenn er den anderen reinwürgen will. Ich glaube, in Talusien gab's eine. Die Starting auf Kette 2, glaube ich. Ich meine auch. Ich schau mal nach, ob ich's finde. Ich mach da einfach mal ein Fulminictus. Ist eine gute Idee. Ja, für dich vielleicht nicht, sondern du stehst da noch mittendrin. Ja, aber du machst einen Einer Fulminictus. Wir könnten tatsächlich du musst bitte der Reinigung auf Starting auf Kette 1 so sein. Das würde ungefähr passen. Wie viel Schaden machst du mit dem Fulminictus? In diesem Falle gar keinen. Du killst einfach alles, was weniger als einen EP hat. Ja, gut. Ja, ich gebe euch trotzdem alle einen Schadenspunkt. Also den bekommt ihr sowieso durch die Nasenbluten von den Viechern, ne? Ja, ja, alles gut. Aber ich finde das gerade auch spannend. Ja, Zeit? Ich gebe euch tatsächlich dann die Kraftlinie von Satinav. Ah, seht ihr, dort, ich zeig mal eine Stelle, die ihr nicht sehen könnt. Dort läuft die Satinav-Kette. 1 oder 2, keine Ahnung. 1. Ja, ich würde mal meinen Vulkanblastdolch rausholen. Ja, das macht Sinn. Umso ja, besser. Die guten Nachrichten stapeln sich einfach nur noch auf. Können wir jetzt diesen Ort verlassen? Ich wüsste tatsächlich auch gerne, ob dieses Phänomen wieder nachlässt, wenn wir zurück ins Dorf gehen. Ventilio wedelt währenddessen mit den Armen. Es sieht ein wenig aus, als wollte er die Dinger fortscheuchen. Und dann ploppt es um ihn herum einmal kurz und die Luft entschwindet einen Moment. Und wenn er den Oculus noch anhat, kann er vielleicht sehen, wie der Effekt war. Er wirkt, glaube ich, 5 Minuten lang, glaube ich, der Oculus. Ich bin gerade nicht sicher. Du kannst ihn aufrechterhalten, ja, aber seine Schärfe sind dann immer 5 Minuten. Ja, gut, und wenn du vor den Viechern gewarnt hast, dann wird das sicherlich auch relativ schnell passiert sein. Sie sterben nicht.
dieser Zauber hat anscheinend keinen Effekt auf diese magischen Wesen. Umso mehr sollten wir uns in den Hut nehmen, bevor wir noch mehr anziehen. Ich frage mich, ob man sie einfangen kann. Das ist eine gute Idee. Ihr könnt es gerne zurück im Lager so viel versuchen, wie ihr möchtet. Stellt euch mal vor, wir fangen welche von denen und werfen sie auf den Zauberkönig. Das wär eine wissenschaftliche Sensation, wenn man eins dieser Tiere fangen könnte. Und dann, Boltax, schauen wir ihm langsam und friedlich beim Befallen werden zu. Ich denke nicht, dass er uns die Zeit geben wird, diese spezielle Früchte noch zu ernten. Schadet es oder schadet es nicht? Es kann schaden, wenn ihr in der Zeit etwas Produktives machen könnt, indem ihr mit einem Glas oder einem Kanister herumfrimmelt. Vor allem schadet es noch viel mehr, wenn ihr während dieser Zeit, in der ihr das Geschoss bereit macht, es in eurer Hand zerbausten wird, weil der Zauberkönig erkannt, was ihr es vorhattet und ihn jetzt in den Dingern steht. Ich hatte nicht vor, ihn damit zu werfen. Mit euch spreche ich nicht. Ich schon. Aber es wäre doch eine probate Möglichkeit. Und es wird ihn nicht wirklich schaden. Und verursacht es, wenn nicht Nasenbluten, bei ihm wahrscheinlich gar nichts. Vielleicht könnte man den Effekt potenzieren. Und dazu müssen wir diese Dinger erstmal fangen und konservieren oder, ja, gefangen halten. Nun, wir hätten ein sehr potentes Gefängnis auf dem Schiff. Ihr wollt doch nicht, nein, das wäre unangemessen. Ich wollte es nur gesagt haben. Außerdem werden sie daran vermutlich vergehen. Ja gut, das ist vermutlich in der Tat wahr. Nun, wir können uns auf dem Rückweg überlegen, wie man diese Tierchen fangen könnte. Serpentier hat anscheinend Angst vor diesen Dingern. Wie nennen wir sie? Wollen wir sie nennen? Jungfranzen gibt es schon, oder? Astralparasiten, das klingt ein wenig, naja, zu offensichtlich. Vielleicht wäre ein bosporanischer Name angebracht. Parasitus Astralis. Eine hervorragende Idee. Ja, und so geht's zurück. Okay, dann habt ihr noch den im Prinzip ja gesamten restlichen Abend mit einer sehr stillen Dorfgemeinschaft. Ihr werdet ins Haus des Kadis eingeladen, der euch dann auch eine große Schüssel mit Reis vor den Tisch stellt, der natürlich auch wieder sehr tief ist. Ihr dürft euch dann auf den Boden setzen, denn es gibt hier keine ordentlichen Stühle. Und er selbst würde sich dann verabschieden, um euch sein eigenes Haus dann dort zu lassen. Wirklich Wertsachen gibt es auch nicht zu klauen. Dementsprechend seid ihr alleine in der Dorfmitte. Ich würde ihn gerne noch fragen, ob es die Möglichkeit gibt, bevor wir das Unheiligtum erreichen, nochmal Pause zu machen und ein Gebet zu sprechen. Nun, wenn ihr da eure Gebete sprechen wollt, dann hier. Wie gesagt, hinter der Grenze. Dort herrschen keine Götter mehr. Wie viele Stunden, sagtet ihr? Ist es bis dorthin? Eine halbe Tagesreise. Es ist nicht weit, aber der Sumpf weigert sich, uns über den Grund zu tragen. Ich verstehe. Hab Dank, dann sehen wir uns morgen. Bis morgen. Ich würde bis zum Anbruch der Nacht dann verbringen, die ersten Notizen niederzuschreiben für einen Bericht für den Sinnesspiegel über diese Astralparasiten. Ein neues Spezies wurde gefunden. Du hast Papier in den Sumpf mitgebracht? Natürlich, ich habe immer Papier mit. Sind die denn jetzt weg? Ich hoffe. Ja, du hoffst. Ich auch. Also die Nasenbluten hören nicht auf. Hauptsache, ich habe erstmal schön mit rumgeblödelt, weißt du? Ja, wir können sie mal umkommen. Also wenn Nahtbluten nicht aufhört, kann man mal Odem hinterherwerfen, spaßhalber. Ja, wir werfen auch nur Odem hinterher. Sichtbereich. Kann man sich selber betrachten bei sowas? Du kannst die anderen betrachten, du weißt ja, dass die Umgebung, angesteckt sind. Umgebung wahrscheinlich. Ja, dann mach die Umgebung. Plus 3. Würfel einfach mal. Wie nimmt Tekala das auf? Der ist ja sicher auch befallen. Tekala als Viertelmagier? Ja. Oh, ja, doch, dann wird, ich habe gerade überlegt, ne, Tekala, ja, doch, dann muss Tekala auch sich angesteckt haben. Als erstes wohl nicht, aber mittlerweile beklagt er die Nasenbluten.
Das hat also bei ihm ein bisschen länger gedauert und er wird relativ verängstigt zu den anderen Magiern gucken, die da immer noch mit ihren roten Nasen sitzen. Der Zulamin versucht ihn zu beruhigen, aber schaut selber etwas beunruhigt zu den anderen. Und werden wir auf dem Schiff, hätte ich sicherlich einige Ideen dazu. So müssen wir zu, sagen wir, improvisierten Mitteln greifen, wenn ihr mir die Kreide reichen würdet. Können wir nicht einfach ein Guardianum wirken? Wenn ihr einen habt, der die ganze Nacht überhält, bitte. Ansonsten fangen wir vielleicht mit etwas weniger intensiven Mitteln an. Wir zeichnen einen Bann- und Schutzkreis gegen Ungeziefer. Ich bin nicht überzeugt, dass es wirkt, aber ich finde es gut. Wir dürfen mal kurz mal zeichnen. Dies ist gelungen. Komplexität ist nämlich definitiv unter 9, wenn man in einen Bann- und Schutzkreis. Und dann machen wir noch eine Aktivierungsprobe. Ich rechne jetzt keine Erleichterung aus, denn ja. Und dann schreiten wir einmal heraus und dann wieder herein. Ja, bei mir, wenn ihr die Güte hättet. Ich bin noch beim Rudelgeschäft. Sind die immer noch um uns herum? Ja, das ist ja die Frage, die ich gerade stelle. Die sind noch um euch herum, ja. So, wenn ich in den Schutzkreis hineingehe, bleiben die dran. Ja. Ja, das ist meine Antwort. Nun, so viel wissen wir damit also schon. Interessant. Im Alltag versucht ihr vielleicht als nächstes einen Guardianum? Ja, einen sehr leichten. Ich würde einen Guardianum wirken. Erstmal um mich herum, um zu gucken, ob die draußen bleiben und hoffe, dass Abel mir dann Feedback gibt, ob das was bringt. Oder man kann nochmal würfeln, oder? Eigentlich theoretisch. Mach's ja mal. Der Odem ist wiederum gelungen. Zählen die echt nicht als Ungeziefer? Hilft der Guardianum? Der Guardianum hilft nicht, nein. Du musst doch nicht auch jedes Mal einen Odem würfeln. Du kannst dir einfach dann die ASP abstreichen, wenn du da keine Spezialisierung drin hast bei einer 18er THW oder sogar 20. Da wird der höchstwahrscheinlich gelingen, wenn du da nichts Abgedrehtes machst. Streich dir dann einfach. Ganz einfacher letzter Schritt. Ich habe noch 11 ASP, die werden jetzt einfach weggezaubert, noch mit irgendwas. Manifesto Feuer in der Hütte oder so. Mhm. Oder Manifesto Eis auf mich selber, damit es nicht so warm wird. Wie auch immer, ich bring die 11 ASP raus. Hilft das was, wenn ich noch neu bin? Hab ich keinen aktiven Astralkörper mehr. Okay, interessant. Dann wird der Nasenblut, also das Nasenbluten, das aktive Nasenbluten hört dann wohl bei dir auf, ja. Also, du hast halt Schwindelgefühle, ja, das kennst du. Das ist das, wenn du dich leer gezaubert hast. Das ist nicht das erste Mal. Genau, das ist nicht das erste Mal. Und das geht halt jedem Eleven so. Der muss damit umgehen können. Aber damit ist dein Astralkörper gerade zumindest, ja, leer. Nun, haben wir mehr? Nun, ich plane dieser Astralparasit nicht mehr. Das dachte ich mir. Ich würde es nicht als Parasiten bezeichnen. Schließlich scheinen diverse Bannmechanismen, die speziell auf solches ausgelegt sind, keine Wirkung zu haben. Allerdings ist ein Mangel des Astralkörpers tatsächlich die, ich möchte mal behaupten, zügigste und zuverlässigste Variante. Dann mache ich das auch. Und Tekala springt an die Wand und bleibt da erstmal kleben wie eine Spinne. Nächstes Mal mache ich ein reversales magischer Raum und gebe sie alle Abel mir und dann mal sehen, wie cool er die Dinger noch findet. Habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht, verdammt. Naja, aber sie alle. Wird euer Plan nicht ein kleines Problem aufweisen? Das da wäre? Wenn wir in den Dämonentempel laufen und ihr könnt alle nicht mehr zaubern. Nun, offensichtlich sollten wir uns wohl einen Tag oder vielleicht zwei nehmen, um unsere Kräfte zu stärken. Allerdings erst nachdem wir alle endgültig und vollständig entlaust sind. Aber vermutet ihr nicht, dass die Viecher hier überall sein werden?
Wir haben eine solche der aventurischen Wissenschaft unbekannte Art an genau einer Stelle wahrgenommen. Nein, ich denke nicht, dass sie überall sein werden. Und wenn doch, denke ich, ist es wahrhaftig sehr viel besser, wenn wir sie uns dann zum Anfang unserer Expedition einfangen, als bereits seitdem 1 bis 2 Tage mit ihnen aufgesattelt gewesen zu sein. Oh, bevor ihr das ausprobiert, würde ich gerne noch etwas anderes ausprobieren. Aber Abelmir, macht euch erstmal leer.